Zwei Großveranstaltungen stehen im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe von HWK-TV. Die Nacht der Technik am 5. November wirft ihre Schatten voraus, während die Jubiläumsfeier für 316 Altmeister bereits stattfand. Ihre Meisterbriefe tragen denkwürdige Daten. Vor 50, 60 oder sogar 65 Jahren ausgestellt und überreicht, feierten die Altmeister bei der Handwerkskammer Koblenz jetzt ihre runden Meistergeburtstage. 316 Meisterjubilare und ihre Familienangehörigen folgten der Einladung der HWK und kamen ins Zentrum für Ernährung und Gesundheit. Mit dem Meisterwissen verbindet sich Erfahrung, Leistungswillen und er ist ein Grundstein für den beruflichen Lebensweg, heute wie damals. Mit Blick auf die Krisen der Nachkriegszeit und die heutigen Herausforderungen habe das Handwerk stets Probleme angenommen und gelöst. Das war in den Jahren des Aufbaus so und darauf kann man sich auch heute bei der Integration von Flüchtlingen in unsere Gesellschaft verlassen, betonte HWK-Präsident Kurt Krautscheid bei seiner Begrüßung. Auch wenn sich vieles im Laufe der Jahrzehnte verändert habe, halte das Handwerk seine Werte und Traditionen hoch. Dazu zähle auch die Anerkennung der Lebensleistungen von Handwerkern, die vor einem halben Jahrhundert und sogar davor Zeit und Anstrengungen in die Meisterprüfung investiert haben, die oft auch mit Entbehrungen verbunden waren. Traditionell sorgt der Handwerkerchor aus Birkenfeld für gute Unterhaltung. Ausschließlich mit Handwerkern besetzt, ist er einer von zwei Chören dieser Art in Deutschland. In einem Kurzfilm wurden drei der Altmeister stellvertretend für die Leistungen aller vorgestellt. Darunter Werner Melzer aus Bornig im Rhein-Lahn-Kreis. Wir sind dann zwei Jahre lang nach Neuwied in die eine Schule, in die Berufsschule gefahren für den praktischen Unterricht. Und vorher oder parallel lief der allgemeinkundliche Teil, wie das so bekannt ist. Ja, und dann hatten wir, war es dann im April 66 dann endlich so weit, dass wir die Prüfung machen konnten. Und wir waren sehr froh und haben uns sehr gefreut. Ende 1966 macht sich der frisch gebackene Handwerksmeister zusammen mit Ehefrau Edith selbstständig. Die heimatliche Garage ist handwerklicher Dreh- und Angelpunkt, das Wohnzimmer wird zum Büro. Drei Söhne werden neben dem Betrieb großgezogen, mit Erfolg, denn heute kann Werner Melzer voller Stolz auf ein Unternehmen mit 80 Mitarbeitern blicken, er, der selbst vor wenigen Tagen 80 Jahre alt wurde. Inzwischen führen die Söhne Axel und Martin den Familienbetrieb. Gedrängt habe er seine Kinder nie, in die eigenen beruflichen Fußstapfen zu treten. Ich habe meine Söhne nie gedrängt, weiterzumachen. Ich meine, das wäre wohl ganz wichtig gewesen, dass man da keinen Druck aufbaut, dass sie nicht meint, du musst jetzt unbedingt den Betrieb vom Vater weitermachen. Konnte sich Werner Melzer vor 50 Jahren vorstellen, dass aus dem Garagenbetrieb ein solches Unternehmen werden könnte, das heute sogar Filialen in Frankfurt und Koblenz betreibt? Nee. Das hätte ich mir wirklich damals nicht vorstellen können. Also bei allen Willen, größer zu werden und zu expandieren, aber das konnte ich mir damals auch noch nicht vorstellen, weil ich damals noch nicht wusste, wie meine damals Kleinkinder weitermachen. Verantwortung übertragen, wichtige Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen, Wissen weitergeben. Das, so sagt Werner Melzer überzeugend, sei wichtig gewesen und Grundlage für den unternehmerischen Erfolg, aber auch für Harmonie in der Familie. Das haben sie mir auch oft schon mal lobend beigebracht, zu sagen, also Chef, du warst schon okay, weil du uns direkt Verantwortung übergeben hast und uns Aufgaben übertragen hast, wo wir gemeint haben, das gäbe erst dann in ein, zwei, drei Jahren. Aber das habe ich dann direkt gemacht, weil nur so kann man die Söhne und auch Mitarbeiter begeistern, wenn man sie in die Verantwortung nimmt. Und sie sehen, dass sie jetzt
praktisch mit eigenen Händen etwas tun. Und nicht nur als Erfüllungsgehilfe vom Alten. Mit 80 Lebensjahren blickt man nicht nur zurück, sondern auch nach vorne. Ich sehe das gut. Ich habe einen guten Blick in die Zukunft. Bleibt ganz am Ende eine Frage. Ist mit seiner außergewöhnlichen Biografie und den Erfolgen als Handwerker und Handwerksmeister ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen? Viel geträumt habe ich nicht, aber wenn es dann so kommt, wie es jetzt gekommen ist, dann ist man natürlich auch dankbar, auch sein Herrgott, dass man gesund geblieben ist. Das ist ja auch wichtig. Ja. Und dann kam der große Augenblick. Präsident Kurt Krautscheid überreichte jedem einzelnen der 316 Altmeister ganz persönlich die goldenen, diamantenen oder eisernen Meisterbriefe für das 50, 60 oder sogar 65-jährige Jubiläum der Meisterprüfung. Für den Kammerpräsidenten bot sich so auch die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit einer Meistergeneration, die viel erlebt hat und auch für das Handwerk und seinen wirtschaftlichen Erfolg wie auch Wandel steht. Man fragt, woher sie kommen und auch welchen Beruf man auf dem Meisterbrief sieht, hat man doch ein Gesprächsthema, dass manche Berufsbilder haben sich doch so sehr gewandelt in dieser Zeit, in diesen Jahren. Zum Teil sind Berufe dabei, weiß ich nicht, dass wir in Koblenz schon mal so eine Meisterprüfung abgehalten haben. Isolierer, Kälte, Hitzeisolierer, also viele, viele Berufe und sehr viele Berufe, die dort Berufsbild geändert haben. Und dann hat man schon einen Grund. Und wenn Menschen dabei sind, die 1951 die Meisterprüfung gemacht haben. Viele haben den Krieg erlebt. Ein ganzer Teil der Anwesenden war in Gefangenschaft. Und da gibt es schon zu der Lebensleistung solcher Leute schon ein paar Worte zu sagen. Und ich glaube auch, dass wir uns die Zeit nehmen müssen. Mit dem Ausrichten der Altmeisterfeier hebt die Handwerkskammer Koblenz die Lebensleistungen der Jubilare heraus und ihr Vermächtnis lebendig. Kurt Krautscheid macht auch deutlich, dass die Verbindung nach 50 Jahren, 60 Jahren, 65 Jahren immer noch sehr stark ist zwischen den Handwerkern und auch dem aktiven Handwerk bei uns in der Kammer. Und das wollen wir pflegen. Und so eine Veranstaltung wie heute hat ja auch gezeigt, wie eng da der Zusammenhang ist und wie sehr die Altmeister sich freuen, auch noch mal im Hause zu sein. Und also lohnt sich. Und so gehörten diese feierlichen Stunden Ihnen. Denn aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen findet die Altmeisterfeier an 2 Tagen statt. Den Themen Technik, Wissenschaft und Forschung, Show und Unterhaltung, Hightech-Handwerk und innovative Gestaltung künftiger Lebens- und Arbeitsräume widmet sich die Nacht der Technik am kommenden Samstag, dem 5. November. Ab 14 Uhr lädt die Nacht der Technik in die HWK-Zentren der Koblenzer August-Heuch-Straße 6-8 ein. Bis Mitternacht wartet ein Programm der Spitzenklasse auf die großen und kleinen Besucher. Erwartet werden mehr als 10.000 Gäste, auf die eine bunte Mischung aus Wissenschaft und Technik, Vorträgen und Showeinlagen wartet. 75 Veranstaltungspunkte sind geplant. Bis Mitternacht heißt es dann auch, anfassen, ausprobieren und mitmachen sind nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Die Nacht der Technik findet zum 11. Mal statt und hat sich längst über die Region hinaus einen erstklassigen Ruf erworben. Also hinkommen, staunen und erleben. Am Samstag von 14 bis 24 Uhr bei der Handwerkskammer Koblenz und ihrer Nacht der Technik.